Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie systematisch alle Geschehnisse, die ein ungünstiges Licht auf die ukrainische Regierung werfen, von den großen Medien ausgeschwiegen werden. Im Folgenden ein paar Originaltöne, die aus meiner Sicht dringend hier diskutiert werden müssten, die aber systematisch ausgeschwiegen werden, die mit größter Bemühung vom Bürger ferngehalten werden, indem beispielsweise RT Deutsch gesperrt wird in Deutschland. Es geht hier nicht darum, dass die folgenden gezeigten Beiträge die Geschehnisse in der Ukraine vollständig abbilden. Sondern es geht darum, dass ohne ein Wissen über diese Geschehnisse eine objektive Meinungsbildung über die Situation nicht möglich ist. Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen ist es, so eine Meinungsbildung zu ermöglichen. Diesen Auftrag hintergehen sie gezielt. Vor dem Zeigen der Beiträge möchte ich sagen, dass es mir nicht darum geht, die Ukrainer schlecht darzustellen. Ich kenne selbst Ukrainer, mein alter Geigenlehrer beispielsweise war Ukrainer, und er ist einer der nettesten Menschen, die ich überhaupt kenne. Es geht um die aktuelle ukrainische Regierung und darum, dass durch das Verschweigen der Medien das Schlechteste im Menschen hervorgerufen wird. Weil diese Leute genau wissen, sie können machen, was sie wollen, die westlichen Medien berichten nicht darüber. Jetzt im Folgenden erst einmal ein Beitrag mit Patrick Lancaster, wie wahllos auf ein Dorf im Donbass geschossen wird, den Tod von Zivilisten billigend in Kauf nehmend, danach eine Zeugenaussage eines alten Mannes, der erzählt, wie er selbst beim Wasserholen beschossen wurde, gezielt von ukrainischen Soldaten und wie das auch anderen geschehen ist. Danach die Erklärung eines russischen Soldaten, dass er erst Zweifel an der Mission hatte, aber dass er genau jetzt nach einigen Wochen den Sinn der Mission erkennt. Wie gesagt, geht es nicht darum, dass das jetzt alles genau die Geschehnisse abbildet, dass wir uns daraus eine Meinung bilden können allein, sondern es geht darum, dass das gezielt hier ferngehalten wird von Leuten, es komplett ausgeschwiegen wird, nicht darüber diskutiert wird. Jetzt im Folgenden die Beiträge. Das ist keine gute Idee, aber ich muss Sie da einmal festhalten, weil ich das auch gesehen habe. Sie haben das in Ihrem Video gesagt. Sie sagen, es gibt Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Ja, sehr wahrscheinlich. Ich wollte nur wissen, ob das, was Sie sehen, was in der Ukraine passiert von russischer Seite, wirklich mit etwas vergleichen wollen, was gerade von ukrainischer Seite gegen Russland passiert. Sie sagen, es gibt Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Ja, sehr wahrscheinlich. Ich wollte nur wissen, ob das, was Sie sehen, was in der Ukraine passiert von russischer Seite, wirklich mit etwas vergleichen wollen, was gerade von ukrainischer Seite gegen Russland passiert. Patrick Lancaster and I am back in Donbass. We were just on our way back from Mariupol and we again came across Yelenivka when it is under fire. This is something that has been happening almost constantly for many years, but now it's picking up pace. Ukraine is launching attacks on this village of Yelenivka. And we can see here, this happened just not even minutes ago. Let's take a little step back and see our walk up the street to this point where there was more incoming. Мина упала перед двором. Откуда? Оттуда. Ну, вот это вот упало на колхоз. Слышите, вот. Откуда? Ага. Вот отсюда. Серега, хоть дома живой? Я не знаю. Серега! Он уже подвалил. Okay, and you see how the walk was up to this point with more incoming. We've heard a total of two incomings, and there was one just, what, as I said a few minutes ago, that hit here. Now we can see this impact on this residential home. We can see all the damage here. This dog was just killed by the explosion. Они был дома или нет? Дома должен быть. Давай, может, посмотрим. Сень! Сеня! Вау! Вы живые? Потому что вот рядом Новомихайловка стоит Украина. И вот, пожалуйста. Вот. Вот вам, пожалуйста. Это Украина бьет, да. Это пролетает град, да. С оттуда пролетает грады. Вот. Вот. Вот такая вот штука у нас получается, да. Слушай, не поможет. Как это ближе, как это оттуда? Оттуда, но вот там Новомихайловка, Украина. Через сколько метров? Ну, километров, если по прямой, километров 5-6. Вот. 5-6 километров, вот прилет. Вот только что вы слышали, обратно прилет, да. Да. Так что это все Украина у нас тут веселится. Каждый божий день. Точка У ее сбили,
разрушений очень много. У нас здесь каждый день разрушения, потому что каждый день обстрелы. Каждый день. Тут близко, понимаешь? Да, я понимаю, но да. США, Европа, Украина они, сказали, что все русские. Они сказали, что все русские. Они это не смотрят, они не смотрят на это, они ничего не видят, что делают с нашими. Так что поверьте нам. Поверьте. Здесь это вообще... Это чешуя слов. Мы 8 лет живем в таком аду. 8 лет у нас вот такая катавасия. And we see that there's war going on across Ukraine, but we see what these people have to say. They've been living under this war for 8 months. This hasn't been, or 8, excuse me, 8 years. This hasn't been a 2-month war for them. We've heard at least 4 explosions, and we see the one that happened before us. We're not going to stick around to show all of the aftermath right here. They're coming down all around this civilian area. Это дома. Дома, дома. Что там? Маленькие детки там в подвале. Давай подвал заведем. Ну там давай, иди, только там света нету. Свет есть? Камера, свет. Инфракрасный. Сейчас, стоп. Секундочку. Все хорошо. Сейчас, сейчас. Let's go, let's go. Ага. Сейчас, сейчас, секунду. Вот, пойдем. А? Смотри, ступеньки аккуратно. Да. Видишь ступеньки? Смотрите, американец идет снимать вас. Спасибо, я серьезно. Только же. Да. Смотри, чтобы это самое. Здравствуйте. 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 Как вас дела? Да, вот сидим, деток вот, спрятали. Детки. Да. Можем сказать, как обстановка? Ужасная. Тяжелая обстановка, мы боимся, страшно. Что, что боишься? Так кончилось. Часа в 2, наверное, вышли по воду дня. Вышли, начал стрелять снайпер, прострелил ногу. Просто он видел, вы гражданские, да, с баклажкой. И... Баклажки пустые под воду, это ж видно. И она и шла, да, женщина. Я побежала. И сейчас, что у вас сейчас с ногой? Пуля попала куда? С этой стороны? Да. Здесь просто вот такая дырка. Дырка? Да, кости, кости раздроблены. До того, пока я не приехал сюда, я... немного сомневался, но тогда, когда мы освободили первых пленных с дома, который непосредственно был расположен поблизости Азовстали, те пленные и те мирные люди, когда вышли с этих подвалов, обнимали, целовали нас и говорили о том, что рады нас видеть, плакали со слезами на глазах, я понял, что я здесь оказался именно... так, как нужно, и я ни капли не сомневаюсь, что это... Вообще, вам хотелось бы сказать? Что хотелось сказать? Да. Вот это я бы хотел, чтобы все их родственники, Порошенко, все вот эти Аваковы, которые вот это все, чтобы они тут были. И наш мэр Бойченко, вот, чтобы, который 24-го, точнее, 24 марта свалил отсюда. Февраля. Да. То есть февраля, да. Вот чтобы они сюда приехали, я просто без матов, понимаете? И никакой гуманитарки ни хера не было. Вот так вот. Люди выживают, гнилую картошку едят. Это в 21 веке, когда у нас WhatsApp и камеры. И нельзя было сдать этот Мариуполь. Как Бердянск дал. Вот я был в Бердянске. Пускай бы азовцы... Ребята, воюйте на окраинах. Какого хрена вы прятались среди школ, среди садиков? Вот я живу на поселке Моряков. Подъехали среди школы, пах-пах-пах, и полетело. Все, среди азовцев там попадались такие люди, которые, ну как по радио военный корреспондент сказал, что предложил сдать оружие. И его же соратники взяли, расстреляли и назначали нового. Это вот вчера по радио военный корреспондент. Это какой, украинский или с России? Украинский, Азов, вот этот, который тут. А то, что они обкурены... Они прикрывались детьми, они прикрывались женщинами, на левом берегу они за роддомы прятались. Это что, воины? Вот, ну, скажите, это как? Это настоящие мужики, которые прячутся, начали переодеваться в это, у нас вот на моряках начали переодеваться в женское платье, парики, и пытались вот по зеленому коридору проскочить, блядь. Muss sie da einmal festhalten, weil ich das auch gesehen habe, Sie haben das in Ihrem Video gesagt, Sie sagen, es gibt Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Ja, sehr wahrscheinlich. Ich wollte nur wissen, ob das, was Sie sehen, was in der Ukraine passiert, von russischer Seite, wirklich mit etwas vergleichen wollen, was
was gerade von ukrainischer Seite gegen Russland passiert? Ja, es gibt zum Beispiel Videos, eins ist zumindest von der New York Times verifiziert worden, da wurden russische Kriegsgefangene erschossen. Das waren Soldaten. Das gibt es schon. Ja, ich rede von Zivilbevölkerung. Ja, aber auch das ist ja nicht in Übereinstimmung. Und wie gesagt, es gab vorher, jetzt haben wir ja keine unabhängigen Quellen, auf die wir uns beziehen können. Merke, dass Sie ich das glaube, so dass wir halten, ganz klar sagen dass können, dass in diesem sind. Krieg furchtbare Verbrechen begangen werden, so wie in allen Kriegen. Ich meine, ich finde auch wirklich die Scheinheiligkeit und die doppelten Standards, die finde ich unerträglich. Also dieses so zu suggerieren, als das sei das jetzt der erste brutale, verbrecherische Krieg seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das entspricht nicht der Realität. Das ist und ein übrigens Punkt, entspricht aber nicht das auch heute. Nicht den Zahlen, die derzeit die UN, die veröffentlicht ja auch Zahlen zu Opfern, es entspricht dem nicht. Und ich finde, wenn man zu dem Schluss kommt, dass dort furchtbare Dinge geschehen, dann muss man das beenden. Und ich glaube, dass es die Möglichkeit gibt. Und ich sehe mit großer Sorge, dass seit Rammstein die amerikanische Strategie übernommen wurde, auf einen langen Krieg zu setzen. Das haben die ja offen gesagt. Sie sagen, sie wollen mit diesem Krieg Russland maximal schwächen. Das heißt, das Kriegsziel ist gar nicht ein schnelles Ende, sondern das Kriegsziel ist, mit vielen andauernden Waffenlieferungen diesen Krieg anzuheizen, am Laufen zu halten, im Grunde in Kauf zu nehmen, dass die Menschen dort sterben, so, dass das die Argument Menschen dort leiden. Jetzt wieder rüber. Und das finde ich unerträglich. Ich finde, so kann man nicht agieren und so darf man auch nicht agieren. Und es ist, wie gesagt, mit jedem Schritt, jedem Tag, den dieser Krieg anhält, die Gefahr einer Eskalation. Und den Punkt will ich schon noch sagen. Entschuldigung, den haben wir schon gemacht. Wie beenden wir diesen Krieg? Das ist eine wichtige Frage, die nehme ich jetzt von Frau Wagenknecht und trage sie zu Ihnen. Wir beenden, nein, erstmal sind es nicht wir, die entscheiden. Das finde ich sehr wichtig. Wir helfen. Ja, aber es betrifft uns doch, wenn wir Waffen liefern. Ich habe Ihnen lange zugehört, Frau Wagenknecht. Sie sind beide ganz vollkommen unterschiedslos so getan, als ob Russland und Ukraine von der gleichen Position aus agieren würden. So, als ob die Ukraine Russland angegriffen hat. Erstmal muss klar sein, Russland hat die Ukraine angegriffen. Das ist das Erste, was wichtig ist. Das Zweite, wir haben die Tendenz zu sprechen über die Ukraine und was sie tun muss. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung in einem Land, und daran möchte ich noch mal erinnern, in dem die Wehrmacht gewütet hat, wie in kaum einem anderen Land, in dem die Shoah stattgefunden hat. Wir haben eine besondere Verpflichtung gegenüber der Ukraine für Menschenrechte. Und wenn die Ukrainer sich entscheiden, wir möchten gerne frei entscheiden können und frei leben und wir möchten keine Kolonie von Russland sein, dann müssen wir das respektieren. Das ist nämlich der Grundsatz des Westens. Der Grundsatz des Westens ist, und dem hat Russland in seinen besseren Zeiten vor Putin zugestimmt, jeder und jede darf sich frei entscheiden. Ja, aber das gilt natürlich für große Teile der Welt so nicht. Also dieses Prinzip der freien Bündniswahl kann man vertreten, dass jedes Land das selber entscheidet. Die Frage ist, ist das einen solchen brutalen, andauernden Krieg wert, in dieser Frage keinen Kompromiss zu machen? Ich erinnere daran, dass Wall Street Journal also hat jetzt nochmal... Also sollen sich die Ukrainer doch ergeben. Sie sollen sich doch ergeben. Also was heißt ergeben? Es ist doch ein Unterschied, was heißt es denn? Ob ein Land, die Ukraine war in ihren Gründungsdokumenten, der moderne ukrainische Staat, da stand verankert die Neutralität der Ukraine. Das stand da drin. Das ist kein Ergeben, sondern das ist wäre ein vernünftiger Kompromiss, mit dem man diesen Krieg beenden könnte. Den Zelensky lange angeboten und übrigens, hat. Nein, hat er nicht. Er hat es kurzzeitig angeboten, wurde dafür öffentlich gerüffelt von Boris Johnson und auch die Amerikaner haben signalisiert, we are not amused, und dann wurde das Angebot zurückgenommen. Zurzeit wird doch gar nicht versucht zu verhandeln. Ja. Und das finde ich, und ich finde auch diese Heuchelei, die Freiheit der Bündniswahl, was die wert ist, wenn amerikanische Interessen tangiert werden. Das sehen wir zurzeit im Südpazifik. Im Südpazifik Lassen gibt Sie es uns eine doch mal nein, bei der Ukraine nein, nein, bleiben. Das möchte ich schon jetzt anbringen. Im Südpazifik gibt es ein kleines Land, eine kleine Inselgruppe, die nennt sich Salomonen. Die haben sich gerade entschieden, dass sie mit
China ein Militärbündnis eingehen wollen und China dort einen Marinestützpunkt errichtet. Ja. Das Weiße Haus, die Reaktion kam prompt, sie haben mit Krieg gedroht. Und die Australier, der australische Premier hat ganz klar gesagt, wir werden nicht hinnehmen, dass vor unserer Haustür wörtlich ein chinesischer Marinestützpunkt stattfindet. Ich glaube, sie und haben da beide reden wir noch nicht mal von der Haustür für Washington. Also das heißt, das, was wir in der Ukraine von Russland als selbstverständlich erwarten, das würde Washington und würde die USA nie respektieren. Frau Wagner, und deswegen bei allem Respekt, wir einen wir sinnvollen einmal Kompromiss. Ich glaube, das ist das Wichtigste, mit dem wir diesen Krieg sehr schnell beenden könnten. Und wer das nicht, ganz kurz, diesen Weg nicht geht, der ist unverantwortlich. Bitte sagen, jetzt müssen Sie beide es bitte sagen, Frau Wagenknecht, wenn es so einfach wäre. Also der UN-General war in Moskau. Macron hat heute mit Putin telefoniert. Macron hat im März 20 Mal mit Putin telefoniert. Wenn es so einfach wäre, dann würden doch alle beide schon am Verhandlungstisch sitzen. Also wie beendet man diesen Krieg, wenn der eine offensichtlich nicht bereit ist, den Krieg Nein, zu beenden? Also ich meine, die, das müssen Sie jetzt Deutschen, ganz klar sagen. Auch die Franzosen haben diese Neutralität unterstützt. Sie haben ja damals ihr Veto eingelegt. Also wie beendet man jetzt diesen Krieg? Ja, indem man zum Beispiel als deutsche Regierung gemeinsam mit den Franzosen eine diplomatische Initiative unternehmend, allerdings über den Kopf der Ukraine hinweg? Ja, es betrifft uns auch. Über und den bitte Kopf schön, der Ukraine hinweg. Na, was heißt über den Kopf der Ukraine hinweg? Wenn die ukrainische Regierung das nicht will, dann muss sie da auch alleine damit klarkommen. Ich meine, dafür können wir uns doch nicht in einen atomaren Konflikt möglicherweise hineinziehen zu lassen. Und ich wollte diesen Punkt noch bringen. Es geht ja gar nicht jetzt, darum, dass Putin jetzt auf den Atomknopf drückt, sondern es geht darum, wenn wir Waffen liefern. Was passiert, wenn die Russen zum Beispiel Waffenlieferungen außerhalb des Territoriums der Ukraine angreifen? Feuern wir dann Sie wollen dann gar sind nicht wir mit in ihr einem sprechen. Krieg. Sie wollen Nein. eigentlich nur. Es ist schwierig, darf ich Ihnen Sie beide klar machen, dass ich das Sie beide unverantwortlich ich ist, wie Sie argumentieren und dass das gefährlich Sie ist, beide dass das verdammt gefährlich ist für unser Land und für die Menschen hier. Kommen zu lassen, den Punkt haben Sie gemacht. Jetzt Sie, Frau Beck, wie beendet man den Krieg jetzt? Ich kann es Ihnen nicht sagen und ich glaube auch Präsident Zelensky wird es Ihnen nicht sagen können. Er sieht, dass seine Bevölkerung leidet und er sieht, dass in den besetzten Gebieten schreckliche Verbrechen geschehen. Und ein Präsident Zelensky, wenn wir jetzt mit den Vorschlägen kommen, mach doch mal dies oder das, muss ich überlegen, überlasse ich die Menschen in Kharkiv, in Mariupol, in Cherson und in anderen Städten, überlasse ich sie diesem Willkürregime. Nein, darum geht es. Es ist doch überhaupt ja jetzt nicht schon vorbereitet worden, dass die Annexion ganz schnell in den nächsten zwei Wochen über die Bühne gehen soll. Mit und das Hauptproblem ist, dass es kein gutes Leben gibt in diesen Separatistengebieten. Ich habe Freunde, die mir erzählen, dass sie in der DNR, NLR die Männer seit Wochen sich im Keller verstecken, weil zwangsrekrutiert wird. Das sind Willkürregime. Das sind die beiden also Gebiete soll, im Osten. Genau. Soll Zelensky, ist eine irrsinnig schwierige Entscheidung, sagen, alle diese Menschen überlasse ich Putin und es hat ihm nichts genützt, dass die Krim bei Russland geblieben ist. Es hat nichts genützt, dass diese Separatistengebiete quasi bei Russland gelassen worden sind. Die Antwort von Putin war, immer noch einen Schritt weiter zu gehen. Und diese Lektion, die haben die Ukrainer verstanden, wenn sie jetzt die Hälfte des Landes Putin überlassen würden. Aber es geht Putin doch nicht darum, dass sie würden, die Hälfte des Landes, sie es geht um eine rechnen, Neutralität, ein Neutralitätsstatus. Ist angeboten worden Nein, die wurde, von Zelensky. Die wurde nie ernsthaft aber auch das angeboten. Ist eine Entscheidung, gehört, die Zelensky treffen muss. Und dass die er wurde Finnen ja unter Druck gesetzt, Schweden, das nicht weiter zu vertreten. Frau das sind so öffentliche dass die Äußerungen und die des amerikanischen Schweden jetzt in die NATO drängen, zeigt ja, dass es begründete Furcht vor Russland aber so eskalieren wir immer weiter. Russland hat jetzt angekündigt, wenn die in die NATO gehen, dann stationieren sie Atomraketen in Kaliningrad. Das steht also das deswegen ist, bestimmt das ist, jetzt Putin, da steht was diese Länder die Frage machen ist, und was nicht? Ja, die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir irgendwie diesen Konflikt deeskalieren oder wollen wir immer mehr und immer aggressiver auf militärische Lösungen setzen? Wir leben. Es gab seit 2014 mehrere Waffenstillstandsabkommen, die aber von der ukrainischen Regierung systematisch gebrochen wurden. Und wo 2021 Zelensky und auch die Bundesregierung bekundet haben, sie wollen sich an diese Abkommen nicht halten.
Ganz wichtig ist hierbei zu wissen, dass die großen Medien systematisch verschleiert haben, dass die Bundesregierung zu Protokoll gegeben hat, sich nicht an das Abkommen halten zu wollen. Die Medien hier haben der Bevölkerung erzählt, die Bundesregierung wäre für eine Einhaltung des Abkommens, was aber nicht der Fall war. Russland ist extra den Schritt gegangen, die Protokolle zu veröffentlichen. Aber die großen Medien hierzulande haben darüber auch nicht berichtet. Das ist aus meiner Sicht ein unfassbarer Skandal, der eigentlich eindeutiger als alles andere beweist, dass die Demokratie hier nicht funktioniert. Wenn die Medien ein Kartell bilden und der Bevölkerung willkürlich Informationen geben und vorenthalten, dann sind die Leute nicht in der Lage, sich eine objektive Meinung über die Sachverhalte auf der Welt zu bilden. Es muss zumindest der Versuch von den großen Medien unternommen werden, ausgewogen zu berichten. Selbstverständlich sind die Medien nicht in der Lage, jedes Detail genau richtig zu transportieren, aber entscheidend ist, ob der Versuch dazu unternommen wird oder ob er gezielt unterlassen wird, also gezielt getäuscht wird. Und hier ist die Täuschungsabsicht eindeutig. Und damit funktioniert die Demokratie nicht, wenn sich alle großen Medien daran beteiligen. Dass die Minsker Abkommen nicht eingehalten werden, vor diesem Hintergrund erscheint die Anerkennung der ostukrainischen Volksrepubliken durch Russland unter einem ganz anderen Licht. Hier lässt sich auch wieder leicht eine Parallele ziehen, beispielsweise zum Kosovo in Serbien. Kosovo wollte von Serbien unabhängig sein und die Bombardierung von Serbien wurde damit begründet, dass Serbien gegen den Kosovo vorgeht. Es gab keine Sanktionen gegen die USA und abgesehen von einer Entschuldigung später von Gerhard Schröder dafür, dass der Krieg völkerrechtswidrig war, ist nichts passiert. Das angebliche Massaker an Zivilisten im Kosovo durch Serbien stellte sich später auch als Fake heraus. Jetzt in der Ostukraine ist es so, dass wir eindeutig sehen, die Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung sind kein Fake. Sie sind zahlreich dokumentiert. Die Vertreter der großen Medien laden Schuld auf sich, in großem Ausmaß. Sie leisten Beihilfe zum Mord. Weil es ist vollkommen offensichtlich, dass fehlende Kontrolle dazu motiviert, Straftaten auszuüben. Wenn bestimmte Gruppierungen in der Ukraine wissen, sie werden nicht kontrolliert, was sie machen, wird verschwiegen, dann appelliert das an die niedersten Instinkte. Es ist vollkommen offensichtlich, dass wenn die großen Medien über Verbrechen berichten würden, dann hätten die nicht die Möglichkeit, solche Verbrechen auszuüben, wie hier in Originaltönen dargestellt. Es wäre wahrscheinlich überhaupt nie zu einem Krieg gekommen. Man kann nur hoffen, dass das irgendwann einmal für die Vertreter der großen Medien strafrechtliche Konsequenzen haben wird. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.